Die Salzburg AG stärkt ihre Position als Top-Arbeitgeberin und setzt einen neuen Meilenstein. Am 26. September wurde der Erlebnisgarten, die betriebliche Kinderbetreuung, feierlich eröffnet. In weniger als 6 Monaten Bauzeit entstand die Einrichtung direkt neben der Zentrale und bietet ein familienfreundliches Umfeld, das die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützt. Ich finde es wunderbar, es ist die ganze Materialwahl, das Klima, das der Bau ausstrahlt und der riesige Garten mit dem alten Baumbestand ist wie ein Park dazu. Also sehr viel besser geht es, nicht zentral gelegen, direkt neben dem Betrieb. Da bin ich schon sehr, sehr dankbar, dass das gelungen ist und für unsere Kollegen, Kolleginnen und ihre Kinder ist das natürlich wunderbar. Die betriebliche Kinderbetreuung der Salzburg AG setzt einen besonderen Fokus auf MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, um bereits früh das Interesse der Kinder für diese Bereiche zu wecken. Durch spielerische und altersgerechte Angebote werden die Kleinen gezielt gefördert und auf zukünftige Herausforderungen in einer zunehmend technisierten Welt vorbereitet. Wir haben uns vorgenommen, beste Arbeitgeberin zu werden. Da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Wesentlich dabei ist, dass wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in ihren Lebensphasen die richtigen Angebote machen. Betreuung ist ein großes Thema in vielen Lebensphasen. Betreuung in der Phase, wo die Kinder klein sind, ist ein ganz besonders wichtiges. Und wir freuen uns riesig, dass es da jetzt eine ganze große Schar an kleinen Kindern gibt, für die wir die Betreuung übernehmen dürfen. Wir haben hier sicher als Salzburger ein neues Kapitel aufgeschlagen, insbesondere was die Ambition bester Arbeitgeber betrifft. Also wir haben hier in der Rekordzeit von 6 Monaten einen wunderschönen Lebensgarten aufgebaut, in einem super Ambiente, man sieht es im Hintergrund, in einer grünen Oase mitten in der Stadt und es ist wirklich danke an alle, die da mitgewirkt haben, das zu errichten. Was verfolgen wir damit? Wir wollen natürlich einen Schwerpunkt auf MINT setzen. Wir wollen früh genug mit unseren Kleinsten bereits die Themen Technik und Naturwissenschaft, Informatik und Mathematik angehen, aber spielerisch angehen natürlich mit unseren Projekten und mit unseren Themen. Und zu guter Letzt, es ist ein persönliches Herzensprojekt. Ich habe selber 3 Kinder und ich habe eine Riesenfreude mit diesem Erlebnisgarten. Die Entscheidung für Holz als dominierenden Baustoff unterstreicht einmal mehr das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit. Mit 820 Quadratmetern und 2 Geschossen bietet der Erlebnisgarten am Nachbargrundstück des Unternehmens insgesamt Platz für bis zu 6 Gruppen und rund 72 Kinder. Unsere Tochter, die Julia, schwärmt davon und es ist einfach toll, dass sie sich wohlfühlt und jeden Tag gern hingeht. Das erleichtert uns natürlich als Eltern auch sehr. Ja, also der Park, wenn man einmal hier war oder es auf den Bildern sieht, das hat einen eigenen Spirit, eine wirklich tolle Location. Besser könnte es für einen Kindergarten nicht sein. Es ist wirklich ein Erlebnis, deswegen auch der Name Erlebnisgarten. Es war so eindeutig, hier zu spielen und aufzuwachsen ist toll. Der Erlebnisgarten ist auch ein Wohlfühlgarten und da findet man sich schnell ein Lieblingsplätzchen. Ich werde jetzt ein bisschen zuschauen, welche Plätze von den Kindern am beliebtesten sind. Ich glaube, davon kann man am meisten lernen. Eigentlich die Spürnasenecke, auf alle Fälle.